weiß noch, wie wir früher manchmal im Gebirge waren. Voll Tatendrang, wir wollten hoch hinaus. Wir waren jung und unbeschwert, den Gipfel fest im Blick. Was vor uns lag, das sah verlockend aus. Der Aufstieg war uns nicht zu schwer, die Zeit auch niemals knapp. Für uns da waren sie noch weit entfernt, die Blumen beim Bergab. Cannabis, nicht heimlich im Salat. Cannabis als Apothekenpräparat. Cannabis, sauber portioniert. Und Mr. P ist plötzlich irritiert. Cannabis macht starre Muskeln weicher. Cannabis macht uns bewegungsreicher. Cannabis kann echte Hilfe sein gegen Mr. P und unsere Pein. Ich sitze hier auf der Reservebank und trinke Bier. Auf der Reservebank bin ungern hier. Auf der Reservebank, doch nichts bleibt mir als die Reservebank in der Hand, den leeren Fußballschuh. Ich seh dem Spiel nur noch von außen zu. Ich sitze hier auf der Reservebank und bleibe für lange Zeit hier. Es gibt im Körper Stoffe, die sind leider bleibend. Und es gibt Menschen so wie mich, zur Körperfülle neigend. Ich esse für mein Leben gern, so weit, so gut, so nett. Doch hinter jedem dickgedruckten lauert schon das Fett. Das setzt sich an den Hüften an, damit bin ich vertraut. Doch leider drückt es mir das Zeug seit neuestem durch die Haut. Und wieder mal versetzt mir Mr. P einen Hieb. Ich bin dank seiner Hilfe nun halt ein schmieriger Typ. Ich taste mit den Fingern nach der Pille, dem Stoff, den mein Gehirn nicht bilden kann. Breite.
ist mit der Krankheit ebenfalls per Du. Wie du das immer meisterst, wie du dich stets aufraffst, beeindruckend, wie du das alles schaffst. Hinter dem allen immer einen tiefen Sinn, da muss es doch was geben, warum grad ich da bin. Ein Zweck für meine Existenz, was mache ich denn hier? Warum passiert dies Schicksal ausgerechnet mir? Du fragst, warum das Leben auf dich trischt, doch es ist bloß Zufall, dass es dich erwischt. Du fragst, warum das Leben auf dich trischt, doch es ist bloß Zufall, dass es dich erwischt.